Herr Ördox ist am Start mit einer neuen Folge und ich freue mich auf die heutige Folge, denn ich habe anscheinend das weltbeste Headset bei mir auf dem Tisch. Das ist ein richtig geiler Wummer, nämlich das Headset von SteelSeries, das Arctis Pro mit dem Game Deck. Das Interessante ist nämlich hier, es ist Hi-Res zertifiziert und soll sogar alle Astro-Produkte in den Schatten stellen. Und wir schauen, was heute an diesem Gerücht dran ist. Es gibt insgesamt drei Headsets von dieser Art und Weise. Das etwas günstigere, welches kabelgebunden ist und für den PC ausgelegt ist. Dann hier das Herzstück meiner Meinung nach, das mittlere Gerät. Denn hier haben wir dieses Game Deck. Das ist ein Verstärker und Equalizer. Man kann mit dem sehr, sehr viele Einstellungen machen. Und es ist für den PC und für die PlayStation 4 ausgelegt. Die dritte Version von diesem Headset ist kabellos, hat dann auch noch die Bluetooth-Funktion, austauschbare Akkus und ist auch für den PC und die PlayStation 4 ausgelegt. Ich habe mich für diese Version entschieden, denn das Headset soll mit dem Game Deck einen unschlagbaren Sound uns bieten. Der Unterschied zwischen Hi-Res Original und regulär Soundqualität, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen CD-Qualität und einer MP3. Das Hi-Res Audio-Format bietet uns die Möglichkeit, ich nenne das jetzt mal so, fast die Rohdateien des Produzenten zu hören. Wir haben eine höhere Bandbreite und ein viel weiteres Spektrum als einfach nur eine herkömmliche CD. Hi-Res-Dateien sind meist FLAC-Dateien. Die höheren Abtastraten und die höheren Bit-Tiefen ermöglichen uns einfach mehr Details und wir hören nicht nur diesen besseren Sound, sondern man sagt auch, man sollte diesen fühlen, weil wir einfach auf einmal Sachen hören, Details hören, die wir in normalen MP3s einfach nicht wahrnehmen können, weil es halt einfach komprimiert wird, nicht möglich ist. Zusätzlich haben wir 50% größere Neodym-Magneten, also wir haben Treiber, die richtig, richtig hochwertig sind und wir haben allgemein sehr, sehr hohe verarbeitete Materialien in diesem Headset. Denn die Alu- und die Stahlkonstruktion bietet uns die Möglichkeit, einfach diese Langlebigkeit eines Headsets. Muss es auch, denn wir befinden uns in einem sehr hohen Preissegment. Da ist das gute Stück. Fühlt sich sehr hochwertig an. Hier haben wir Kunststoff. Weiche Polster, also kein Kunstleder für die, die sagen, hey, ich schwitze immer. Hier oben haben wir auch ein Band, welches wir anpassen können. Auch sogar auch abnehmen können. Das bietet uns mehr Komfort. Wir haben hier das Mikrofon, das lässt sich rausschieben und wieder reinschieben. Auf der anderen Seite können wir hier das Mikrofon stumm schalten, Lautstärke regeln. Der Anschluss für Klinke und für USB. Und wir haben allgemeine LED-Beleuchtung, die wir komplett individualisieren können. Auf dem PC können wir mit der Software uns dann auch nochmal zusätzlich austoben. Lässt sich soweit alles drehen. Wow, okay. Hä? Wahnsinn. Es ist es, was? Dieses Kopfband macht echt einen Unterschied. Sitzt sehr angenehm. Sowas wird noch mitgeliefert. Hier haben wir das Game Deck. Schauen wir gleich an. Wir haben hier das Rädchen zum Einstellen. Hier stecken wir dann unser Mikrofon ein. Auf der Rückseite einen optischen Eingang, USB-Eingang, Line-Out und Mobile. Einmal die Gebrauchsanleitung, der Pop-Up-Schutz fürs Mikrofon, ein optisches Kabel, ein Mobile-Adapter, USB-Kabel, Headset, Game Deck-Kabel. Ich würde sagen, wir schließen das Ganze jetzt an der PlayStation an, testen das Ganze, vergleichen das auf jeden Fall mit dem Astro. Einmal das Mikrofon, einmal die Soundqualität, die Möglichkeit, welche Vorteile, welche Nachteile bietet uns das Headset. Ihr müsst jetzt meiner Meinung vertrauen. Das Einzige, was ich euch zeigen kann, ist die Mikrofonqualität und vom Sound her müsst ihr auf meine Erfahrung und meine Sichtweise und meine Meinung vertrauen. Denn aus technischer Sicht kann ich euch nicht den Unterschied der Tonqualität rüberbringen. Was geht ab? Das Menü ist einfach. Wir haben einmal hier mitgeteilt, dass wir auf der PlayStation spielen. Wir können hier den Sound mixen. Wir haben DTS on, DTS off. Drücken wir 2 Sekunden, kommen wir ins Menü, wo wir verschiedene Einstellungen einstellen können. Hey, ja doch, und ihr hört hier unser Arctis Pro Headset von SteelSeries.
Bisschen Nebengeräusche, ein bisschen Vögel hier und ich merke. Hey, euer Doc, und ihr hört mich hier jetzt mit dem Astro A50 Headset und man merkt einen klaren Unterschied. Man merkt einen Unterschied, ja. Finde ich cool. Finde ich sehr interessant. Also, auch mit dem Mikrofon ist hier alles perfekt. Ich habe jetzt einige Spiele getestet. Und ich habe mehrmals hin und her geswitcht. Ich habe mir die Headsets angehört, ja. Ihr wisst auch, ich mag die Astro-Produkte. Das sind gute Produkte. Dennoch, ich muss sagen, das Headset gehört meiner Meinung nach wirklich zu den besten Headsets. Meiner Meinung nach ist es sogar momentan das beste Headset in der Preisklasse. Das ist eine sehr, sehr hohe Preisklasse, ich weiß. Das ist für mich ein kritischer Punkt, also der Preis. Aber ich kann euch sagen, wenn ich heute die Wahl hätte zwischen dem Astro A50 und dem Arctis Pro, würde ich mich dafür entscheiden. Der andere kritische Punkt, den ich hier sehe, ist diese Kabelgebundenheit. Also wir müssen definitiv mit dem Verstärker verbunden sein, weil der liefert uns auch einmal Strom, zusätzlich aber auch verschiedene Funktionen. Nehmen wir mal jetzt ein Beispiel, ich habe COD gespielt. Ich habe ein paar Sequenzen gespielt im Game und so weiter. Und man merkt, wie detailtreu der Sound ist. Die fahren da auf dem See, es regnet, hinten sind Geschosse. Ganz, ganz hinten so ein kleiner, so ein Geschoss einer Flak, ja. Du spürst den. Der Sound, das ist so ein ganz leichter Bass dann auf einmal da. Das ist jetzt kein Bass, sondern du merkst es so richtig. Die Feinheit, du hast das Gefühl, du spürst jeden einzelnen Tropfen. Wichtig, SteelSeries haben mir nichts geschickt. Ich habe das Ding mir selber gekauft, weil ich mich davon selber überzeugen wollte. Und ich muss wirklich sagen, dass das Ding einen viel besseren Sound liefert als zum Beispiel das Astro A50. Der Game Deck macht nämlich eins. Da wandelt die PlayStation 4 den PC in Hochleistungsquellen um. Er hat eine geringe Wiedergabetreue und er umgeht einfach diese schlechte Qualität. Also er hat einfach nicht diese verbaute Technik, wie es in einem Controller ist oder in einer Soundcard oder in irgendwelchen Headsets. Nein, der holt wirklich das Beste raus. Er bietet dem Headset einfach die nötige Power, starke Ausgabepegel und sehr geringe Verzerrungen. Der SSS Cyber Chip bietet dem Headset einfach einen viel, viel dichteren Bass und individualisiert diesen, wie bei dem Beispiel mit der Flag. Der DTS-Codec unterstützt ihn noch dabei, um halt einfach auch noch viel besser orten zu können. Aber ich muss sagen, dass das Headset mich definitiv überzeugt. Wie gesagt, es gibt meiner Ansicht nach zwei Kritikpunkte, dass es kabelgebunden ist. Also man müsste wirklich gucken, wenn ich jetzt am Fernseher sitze, ich könnte das dann verlängern. Ich bräuchte dann einfach ein USB-Verlängerungskabel und hätte dann wirklich im Wohnzimmer dieses ganze Kabelgefrims. Und darauf hätte ich jetzt persönlich keine Lust. Da ist es beim Astro ein bisschen angenehmer. Der Sound ist zwar dann nicht so genial, aber er gehört trotzdem ja für viele Gamer irgendwo in einen Bereich des Unvorstellbaren. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Zusätzlich ist beim Astro halt auch eins, ich habe einen verbauten Akku, hier hast du es halt nicht. Hier hast du wirklich den Verstärker und es ist halt ein kabelgebundenes Headset. Vorteil natürlich, pure Leistung. Keine Latenz. Legt man noch 100 Euro drauf, kriegt man natürlich ein kabelloses Headset, Bluetooth und so weiter. Die wichtigste Frage, die mich persönlich beschäftigt, auf welche ich heute definitiv noch keine Antwort haben werde, ist, wie ist es mit diesem Hi-Res-Zertifikat? Ist es schon von Haus aus aktiv? Müssen wir in Zukunft darauf achten, dass hinten auf den Games wirklich auch dieses Zertifikat, dieser Codec, diese Komprimierung unterstützt wird? Filme, Musik? Ich weiß, dass seit 2016 durch ein Update dieser Support, durch ein Update auf die Konsolen erschienen ist. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist es wirklich jetzt schon so weit, ist es jetzt schon richtig, dass wir dieses Hi-Res-Zertifikat komplett ausschöpfen können oder steckt es noch in den Kindheitsschuhen? Weil viele machen immer nur eins, die zitieren die Unternehmen, die Headsets einfach auf den Markt bringen und sagen, hey, guckt mal, das soll besser sein. Wir dürfen aber nicht immer nur hingucken, was schreiben die Unternehmen, sondern wir müssen uns auch die Frage stellen, was bringt es uns? Ich kann heute definitiv eins sagen, egal ob das mit Hi-Res im Hintergrund läuft, weil man kann das Game Deck so einstellen, dass der Input vom Hi-Res kommt, von der PlayStation 4 oder vom PC. Stelle ich das auf diesen Hi-Res Codec, höre ich nichts. Stelle ich das auf PlayStation 4, höre ich was. Und jetzt ist die Frage, läuft schon im Hintergrund der Codec oder ist allein der Verstärker, das Headset schon von Haus aus einfach so hochqualitativ? Denn ich finde es meiner Meinung nach wirklich das beste Headset momentan. Was haltet ihr von einem Headset? Welches Headset würdet ihr sonst noch in meiner Sendung sehen? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.